So, hallo, wir machen weiter. Bei Cadence of Hyrule. Und es fehlt nur noch eben Hyrule. Deswegen werden wir uns da jetzt auch drum kümmern. Ich bin sehr gespannt, was da uns erwarten wird. Gehen wir hin. Ich werde jetzt nicht weiter noch wie die letzte Dekunus oder sowas suchen. Wahrscheinlich gibt es noch eine Flasche. Da ist noch eine Treppe, die wir nicht gemacht haben. Aber ja, ne, ist alles nicht so wichtig. Auf geht's. Also in dem Gebiet waren wir noch nie. Und ich hab. Ah, okay, man wäre wahrscheinlich gar nicht weitergekommen. Kann ich da einfach durch? Ah! Gut, man wäre also tatsächlich überhaupt nicht weitergekommen. Ich hätte es also probieren können. Erst jetzt kommt man hier rein. Das ist doch schon mal interessant zu wissen. Jetzt würde mich aber dann doch eine Sache interessieren. Weil wir haben ja nicht grundlos schwimmen gelernt, ne? Boah, ich will jetzt keinen Beat hier folgen. Aber wie weit wäre ich denn hier gekommen ohne diesen Schutz? Okay, ich komme nicht raus. Getaucht bin ich ja auch noch nie, ne? So richtig. Oh, guck mal, da ist noch eine Truhe. Eine blaue. Also es gibt auch in Schloss Hyrule, denke ich, noch einiges zu holen. Wollen wir uns da jetzt mal gut und gründlich umschauen. Aber im Wasser gibt es nichts für uns. Okay. Hier ist auch nichts. Na gut. War ein Versuch wert. Dann auf. Zum Finale. Schloss heilen. Oh. Ich mach Quatsch. Oh boy. Wie gehe ich denn mit denen um? Ah, jetzt hätte ich. Eieiei. Ach, ich bin ja doof, ich habe ja eine Trommel. So. So. Das schon eher. Oh. Das kann ich alles kaputt machen hier. Okay. Irgendwie da hochkommen. Ah, da ist mein Stein. Da ist mein Stein. Ah, der greift gleichzeitig an, ne? Ich kann da gar nichts. Ich glaube, für solche Kollegen wäre dann wirklich mal sowas wie ein Bumerang oder so ganz nützlich. Wenn wir mal ehrlich sind. Vielleicht kann ich damit ja wirklich was reißen. Und der kostet mich ja auch kein Dings. Im Vergleich jetzt zu zum Beispiel dem und dem. Das kostet mich alles Zeug. Das kostet mich Zeug. Na, alles kostet mich Zeug. Der kostet mich auch nichts. Den könnte ich auch ausprobieren. Oder Schaden zufügen. Also, das werden wir sehen. So, jetzt gehen wir erstmal dahin. Drück mal den Schalter hier. Ah ja, der macht das auf. Jetzt haben wir da einen Seiteneingang. Ach so, das ist ja, kann ich ja alles hier umwurschteln. Schau, habe ich wieder gar nicht gerafft. Joing. So, da ist noch einer. Oh, da war eine Biene. So, dann Energie. Zack.
Gehen wir doch erstmal durch den Seiteneingang, weil wir den gerade schon aufgemacht haben. Vielleicht führt der mich ja erstmal zu der Truhe da oben. Oh weia. Ah, den kriege ich nicht. Ah, das ist jetzt cool. So kann ich voll den Sprung nutzen. Oh. Egal. Da ist noch einer. Aber sonst ist hier nichts, ja? Cool. Also die gehen nicht kaputt. Ja, wo geht's denn überhaupt weiter? Ach, hier ist eine Treppe. Aber wie komme ich... Oh! Wir haben den noch nie eingesetzt, aber jetzt muss ich ihn... Oh, ich... Oh, muss ich jetzt im Schloss sämtliche Sachen einsetzen, die wir haben? Aber das geht schon mal nicht. Ich dachte jetzt, ich kann mich da an die Dings da... Achso, Moment. Hier komme ich ja so rüber. Eieiei. Kann ich mich jetzt da etwa... Okay, die haben wir noch nie ausgewendet. Okay. Okay. Dann. Oh, jetzt sind wir tatsächlich an der Truhe. Das war aber dann schon alles. Du hast Colored Wolk erhalten. Nur Link kann dieses Schwert führen. Schilde können nicht verwendet werden. Hat eine Reichweite von 2 Feldern, fügt Gegnern darauf 3 Punkte Schaden zu. Das unübertroffene Langschwert eines alten Reichs, geführt von einem wahren Helden, zieht es einen Regenbogen hinter sich her. Yo, was? Okay, das ist dann die krasse Version vom Langschwert, ja? Dann nehme ich das jetzt aber doch mal mit. Ich meine... Dann ist der ja... Sind ja die ganzen Soldaten da draußen, sind ja dann komplett Geschichte gleich. Und mit dem hier verdopple ich ja sogar nochmal meinen Schaden. Ah, nee, verstärke. Das heißt nicht verdoppeln unbedingt. Ah, ich brauche jetzt gar nicht besiegen, die sind irrelevant. Okay, cool. Gibt's dann noch einen anderen Geheimgang oder also noch eine andere Truhe vielleicht irgendwo? Anscheinend nicht. Also dann gehen wir jetzt mal richtig rein, ja? Sehe ich das jetzt richtig? Okay, dann gehen wir jetzt mal richtig rein. Ah, das ist ein richtiger Dungeon. Ja gut. Was ist das? Oh. Ich muss jetzt also wechseln, wenn ich... Okay, hier komme ich... Wow! Ach so. Okay. Komme ich jetzt hier schon rein? Nee, weil ich muss die Schalter umstellen. Aber dann kann ich mich hier wieder umwandeln. Also es ist eigentlich egal. Haben wir Tränke? Ja, wir haben 2 Tränke. Dann gehen wir mal rein. Gehe ich wieder hoch. Das wollte ich nicht. Ah, nice. Das ist ja großartig. Ich wollte mich nicht verwandeln. Oh mein Gott. Zurück. Weil dann verliere ich mein Schwert. So, schon besser. Da ist ein Bossraum. Den Bossraum bräuchten wir wahrscheinlich gar nicht. Weil wir ja eh die ganzen Schlüssel haben. Aber ist ja egal. Wir werden das sowieso alles spielen.
Ach, das ist zum Buddeln. Ja gut. Haben wir ja eh schon 1000 Mal. Gib mir das Herz. Gehen wir erstmal zum Laden. Gucken wir, ob der was Spannendes für uns hat. Mist. Na gut, wir haben gerade eh keinen Ring. Können wir den noch mitnehmen? Nee, der hat einfach nur normales Zeug. Wir können die Fackel aufbauen. Oh, ich wollte den... Wieso habe ich ihn jetzt angegriffen? Womit denn? Womit habe ich ihn denn gerade angegriffen? Nur an ihm vorbei. Macht mein Schwert das automatisch, dass es ihn angreift, ja? Das wäre natürlich nicht so cool. Aber gut, jetzt ist er eh hinüber. Bell. Ich meine, der ist halt auch kein Problem mehr. Na gut, dann gehen wir mal zum ersten Bosskampf. Also Boss ist ja, na, aber halt so ein Bossraum-Gedingse. Ihr wisst, was ich meine. Das Schwert schwächt die halt selber mit. Was ist das komplett irrelevant alles? Ja, und ich sage ja, die Schlüssel bräuchten wir gar nicht holen. Haben wir alles. Aber ich möchte trotzdem ganz gerne hier aufräumen. Hier ist aber nichts mehr jetzt, ne? Gut. Da ist noch eine Hand drin. Die kommt nicht raus. Na doch, so kommt die raus. Da oben sind noch welche. Das bringt jetzt natürlich nicht so viel. Ah, der Bumerang macht auch nur Verwirrung. Gut. Oh. Okay. Ah, jetzt ist er da oben. Schaffe ich nicht, ne. Mach dich weg. Gut. Jetzt gehen wir noch zu dem unteren Bossraum, wo der Pfeil eh schon die ganze Zeit hin zeigt. Der ist halt auch nicht mehr relevant. Wow. Alles komplett irrelevant hier. Aber ich habe offensichtlich nicht alle Gegner erledigt. Habe ich denn was ausgelassen? Habe ich denn was ausgelassen? Muss irgendeine Wand sein. Oh, kann ich gerade nicht buddeln? Ach, das ist nicht zu buddeln. Ich sehe noch nicht so ganz den Unterschied, wann man buddeln kann und wann nicht. Lel. Ach, hier. Hat auch noch nicht gereicht. Gibt's doch nicht. Hier ist kein Gegner mehr. Da ist auch keine in der Wand. Wo ist noch ein Gegner? Ich meine, es ist, an sich ist es egal.
Oh, jetzt ist langsam. Ja, mein Gott, dann haben wir halt nicht alle Gegner. Ist ja wurscht. Mir war es halt nur wichtig zu wissen, dass ich alles habe. Zweite Ebene haben wir hier auch noch, okay. Was habe ich jetzt eingesammelt? Normales Langschwert oder was? Keine Ahnung, was ich eingesammelt habe. Irgend sowas muss es gewesen sein. Habe ich nicht schnell genug hingeguckt. Da ist wahrscheinlich die Karte. Das ist jetzt halt blöd. So. Ja, danke. Karte? Ja. Eigentlich müssen wir da jetzt nicht hoch. Das, die ganzen... Na, wobei, wir haben gerade keine Fackel mehr, wir haben auch keinen Ring mehr. Was immer es ist. Ach, es ist ein Mimik. Dann war es sowieso alles nutzlos. Ja, danke. Das meinte ich mit... Wir haben, ah, komm, aber guck mal, da ist der nächste Shop. Dann können wir auch da ganz schnell mal... Ach, scheiße. Ich habe den ja erledigt. Ah. Aber ich wollte ihn ja gar nicht. Ein Quatsch. Ich wollte das überhaupt nicht. Ich hoffe, der hätte jetzt nicht irgendwie was Wichtiges im Laden gehabt oder so. Ich setze schon wieder überhaupt nicht die Trommel ein. Oh, das war dumm. Aber egal. So, da unten ist der nächste Bossraum. Keine Ahnung, warum ich den da runtergeschoben habe. Ich wollte. Mir war danach, okay? Lasst mich. So, ich fürchte, in dem nächsten Bossraum werden wir dann ziemlich sicher unsere Herzen aufgefüllt bekommen, weil ich einmal draufgehen werde. Also nicht draufgehen, sondern ihr wisst, was ich meine. Ah, ich dachte, ich kriege hier nochmal was. Naja, gehen wir rein. Mehr gibt's hier eh nicht zu tun. Ach, es ist nur so einer. Ja dann, kommen wir da ja einfach durch. Oh, immer noch nicht fertig. Wie viele Ebenen sind denn das jetzt hier in Schloss Hyrule? Ja, da hat es den Trank jetzt einmal eingesetzt. Na klar. Oh, das habe ich nicht... Ah, ihr habt das Feld nicht gesehen. Ist jetzt bald mal wieder alles normal? Ja, jetzt ist wieder alles normal. Eieiei. Aber ich muss ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt noch öfter getroffen werde. Dann
werde ich mich hier erstmal empfehlen. Ich kann mich ja interessanterweise mit dem Dings auch rausporten. Mit der Musik. Ach Gottes Willen! Es wird in dem Laden auch wieder nichts sein, ne? Weil ich halt doof bin. Komm ich daher? Ja, da komme ich her. Na gut, dann gehen wir jetzt mal da rein. Ah, dumm. Da macht ein Quatsch. Easy. Gut, damit ist der Weg nach oben offen. Jetzt weiß ich halt nicht, ob die anderen Kämpfe noch irgendwas bringen würden. Ich würde es mir aber trotzdem gerne mal anschauen. Ob es nur Schlüssel sind, die man kriegt? Oder ob da noch andere Belohnungen waren? Schlüssel hier. Also das war nicht relevant. Könnte ich mir alles sparen. Und hier unten war noch ein Kampf. Nee, gar nicht wahr. Da waren zwar noch Gegner, aber da war kein Kampf mehr. Ja, dann haben wir's. Jetzt komme ich halt nicht... Ah, weil ich nicht mich nach vorne bewegen kann. So geht's. Gut, interessieren die mich jetzt auch nicht weiter. Und ab nach oben. Jetzt sind wir oben. Ach so, das war die ganze Ebene. Ja, aber was ist denn das hier für eine Tür? Da kann ich nur mit Zelda tatsächlich jetzt rein. Habe ich dann den Speer? Hier, Speer. Sonst kriege ich Probleme. Oh. Ein Mann mit lila Haaren hat das Schloss übernommen und den König in einen tiefen Schlaf versetzt. Angeblich zu unser aller Wohl, ich weiß allerdings nicht, was daran gut sein soll. In der Eingangshalle, wo du herkommst, sehe ich manchmal Lichter flackern. Wenn das Octavus Feuerbälle sind, mache ich besser einen großen Bogen um die Gegend. Okay, was haben wir jetzt hier für eine Musik? Okay. So, wo ging's los? Dum, dum, dum. Ah, erst das andere. Kann ich wieder vorne von... Ja, kann ich. Okay. Oh, habe ich geschlafen? Zum Glück hast du mich geweckt. Ich habe geträumt, Hyrule läge in Trümmern. Zelda, meine liebe Tochter, was hat sich zugetragen, während ich schlief? Vieles. Ich verstehe. In unserer Familie wurde eine ganz besondere Waffe von Generation zu Generation weitergegeben. Wenn du die Prüfung in der Schatzkammer überwinden kannst, gehört sie dir. Halte Octavo damit auf. Oh, jetzt muss ich als Zelda da Dinge tun. Oh, wir haben beide aufgebraucht. Ciao. Ciao. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Wo ist meine Musik? Da. Hoppla. Das ist passiert.
Habe ich gar nicht mitbekommen, dass der zweite auch noch aufgebraucht wurde. Wann war das denn? Huch. Das ist ja ungünstig. So, also da ist noch eine neue Waffe. Es kann ja nur das Masterschwert eigentlich sein, ne? Es kann ja eigentlich nur das Masterschwert sein. So, aber sie hat jetzt den Speer, also mit Speer kann sie ja genauso kämpfen. Das heißt, an sich ändert sich nichts. Oh. Oh, was ist mit euch denn falsch? Das hat jetzt mit Musik gar nichts zu tun, aber es ist überhaupt kein... Hä? Wie komme ich darüber? Muss ich die besiegen oder was soll ich tun? Weil ich könnte... Was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt Cadence? Nee, es sah von hinten so komisch aus. Guck mal, ich kann auch wieder Link werden. Könnt ihr den Quatsch mal lassen, Freunde? Okay, ich kann da nicht rüber. Ah, warte, kann ich das reflektieren? Ah, da brauche ich eine andere Waffe für. Nee, das trifft mich gar nicht. Das Grüne trifft mich... Hä? Die besiegen sich gegenseitig. Guck mal, jetzt treffen die sich da. Zack. Jetzt schießt der hier wieder hoch. Und wie besiege ich den jetzt da? Das heißt, mit Zelda treffen diese... Ah, warte! Dann kann ich doch mit Zelda jetzt den hier machen. So, alle weg. Und nü? Ja, das wird da bleiben. Ach so! Ich kann ihn einfach rüberziehen. Entschuldigung. Entschuldigung, oh Gott. Da bin ich kurz... Habe ich ihn verschluckt. Das Königsrapier erhalten. Nur Zelda kann es führen. Das ist jetzt ein Kurzschwert, oder was? In einem Abstand von 2 Feldern 2 Punkte Schaden zu und mache einen Ausfallschritt vor... Nee, ist was anderes. 1 Punkt Schaden, wenn sich der Gegner direkt vor dir befindet. Gegner in der Nähe werden zurückgeworfen. Seit Generationen im Besitz der Königsfamilie von Hyrule gewährt es in Zeiten der Not einen königlichen Nachfahren heldenhafte Kraft. Aber das ist jetzt, hier, ne? Nee, wo ist denn das? Achso, das kann ich nicht auswählen, weil ich Link bin. Okay. Kann ich es jetzt auswählen? Dolch. Nee, will ich doch gar nicht. Ah doch, das ist hier unten. Auch so ein, also auch so ein langes Schwert, okay. Gut, aber ich will ja links sein. Das heißt, ich habe hier mein... Ach so, so hat dann jeder Charakter seine Spezialwaffe oder was. Dann muss Cadence ja auch noch eine Spezialwaffe bekommen. Guck mal, jetzt kommt hier... Zelda geht rein und Link geht raus. Die Waffenkontakte haben nicht aufhalten, hat das Schloss übernommen. Vor langer Zeit habe ich den Leuchter auf der rechten Seite der Eingangshalle einen Geheimnis überlassen. Ach so, ja, das haben wir ja gemacht. Das haben wir ja gemacht. Das war das Rätsel da drüben. Ach so, ich muss mich zurückverwandeln. Lul. Okay, dann
Das war dieser Leuchter hier. Dann haben wir jetzt aber wieder alles zusammen, ne? Scheint zumindest so. Machen wir mal wieder Link hier draus. Und dann gehen wir nächstes Mal, weil es jetzt noch eine halbe Stunde gewesen ist, Schloss Hyrule. Hat schon eine Weile gedauert. Dadurch. Und guck mal, was uns noch so alles erwartet. Ich hätte halt gerne auch noch eine tolle Version von meinem Speer, aber ich meine, das Ding hier ist auch nicht verkehrt. Ach, Moment, jetzt muss ich was ausprobieren. Moment, Moment, wir gehen noch überhaupt nicht. Ich habe gelogen. Wir gehen noch überhaupt nicht. Ich muss Dinge probieren. Wo war das denn? Nein. Hier. Kann ich jetzt diese Waffe hier verbessern? Indem ich sage, die bekommt... Keine Ahnung, was ist das hier? Schaden nach Combo. Giftschaden. Ja. Dann habe ich jetzt ein Gift. Schwert oder was? Hey, jetzt hat sie den Speer. Ich bin... Jetzt habe ich den Speer. Weil ich ihn gerade ausgewählt hat oder was? Okay, dann können wir jetzt aber testen, ob das Gift da ist. Das ist wieder da. Okay, das ist sehr gut zu wissen. Das wusste ich ja nie, ob das wieder kommt. Ah, und bei den Spezialwaffen geht's nicht. Okay. Kann man zwei Sachen verbessern? Ja, dann hätte ich jetzt einen Obsidian-Speer, der ge... Ach so, jetzt ist das Gift weg. Das heißt, ich habe entweder oder. Aha, okay. Also man kann nicht mehr veredeln, man kann aber immer wieder veredeln. Interessant. Interessant. Aber das Schwert nicht mehr. Das Schwert ist schon OP, deswegen geht da nicht mehr. Gut. Wo war denn noch so eine Quelle? Hier. Was war denn hier drin? Plus ein Schaden. Okay, das würde ich nämlich gerne mit dem Speer dann machen. Ja. So. Dann macht jetzt 2 Punkte Schaden der Speer. Für den Fall, dass irgendwas mit dem Schwert schiefgehen sollte, habe ich dann noch einen starken Speer. Das war gerade der Gedanke. Mehr kann ich dann damit ja nicht machen. Ich kann ja nur einmal veredeln. Ne? Ich könnte jetzt hier noch die anderen Sachen veredeln. Ach komm, wir haben ja Diamanten. Warum denn eigentlich nicht, ne? So. Und dann verbessern wir das Ding hier auch noch. So. Gut. Na, wofür haben wir denn die ganzen Diamanten gesammelt, die wir nie einsetzen? Und Cadence muss dann aber auch noch eine spezielle Attacke oder sowas. Keine Ahnung. Egal. Darum geht's jetzt nicht. Wir haben ein Schwert, das reicht für Link hier aus. Hauen wir Octavo auf die Mütze im nächsten Part. Da bin ich sehr stark dafür. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.